Hallo, Schildkröten. Ich habe vor 2 Jahren schon mein Video gedreht, in dem ich euch meine signierten Bücher gezeigt habe. Und seitdem sind ein paar mehr dazugekommen, weil ich gerade durch die Arbeit viel auf Lesungen gehe, aber auch das so für mich entdeckt habe, dass es total schön sein kann, dem Autor persönlich sein Buch vorstellen zu sehen. Das war jetzt, glaube ich, grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber ihr wisst, was ich meine. Und selbst wenn man das Buch schon gelesen hat, dass es einem manchmal neue Perspektiven öffnen kann, oder wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, dass es einem ja irgendwie so eine Richtung geben kann, ob das was für einen ist oder nicht. Und deswegen war ich auf sehr vielen Lesungen und habe eine Menge signierte Bücher mehr. Und ich dachte mir, ich zeige die euch mal, weil ich immer finde, dass so eine Signatur ganz oft auch mit so einer Geschichte verknüpft ist. Das trifft nicht unbedingt auf alle Bücher zu, die ich habe, aber bei ein paar schon. Und es sind auch ein paar Herzensbücher dabei. Und ja, ich dachte mir, vielleicht ist das interessant für euch. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare dann auch schreiben, ob ihr das gut findet oder ob das eher langweilig ist. Und weil es wirklich eine Menge sind, fange ich jetzt mal an. Es könnte also auch sein, dass wir hier ein bisschen länger sitzen. Aber wenn ihr Spaß dran habt, dann ja, here we go. Und wir fangen an mit 3 Büchern, die ich mir letztes Jahr auf dem Lit Potsdam Festival signiert habe lassen. Irgendwie habe ich es heute nicht mit grammatikalisch korrekten Sätzen. Das ist ein Literaturfestival, was jährlich in Potsdam stattfindet. Dieses Jahr übrigens trotz Corona wohl auch. Ich bin gespannt, wie das wird. Genau, und da ist, habe ich mir einmal, Marion Brasch war da, sie hat dort moderiert. Dieses Buch habe ich ja auch gelesen, lieber woanders. Ich verlinke euch das entsprechende Video in der Infobox dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt kein Einzelvideo dazu, aber bestimmt in einem Lesemonat. Und das Schöne ist, ich habe, das ist ein Rezensionsexemplar, weil ich das für die Arbeit gelesen habe. Und ja, darunter hat sie dann unterschrieben. Genau, im Mai 2019. Es war eine sehr nette Begegnung übrigens. Das ist unglaublich nett und unglaublich interessant. Und dann waren zu Gast bei Lit Potsdam Robert und Eva Menasse. Robert Menasse hat dort nochmal seinen Roman Die Hauptstadt vorgestellt, wofür er ja auch den Buchpreis bekommen hat. Nicht letztes Jahr, aber ich glaube das Jahr davor, oder ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und seine, ich glaube, Halbschwester ist sie ja, Eva Menasse, war auch dort, und ich habe mir dann quasi Kristalle von ihr gekauft, weil ich das unglaublich interessant finde. Da geht es um eine Frau, die quasi aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Ich bin sehr gespannt, ich will das unbedingt noch lesen. Und ja, sie hat mit einem Füller unterschrieben, ganz normal den Namen, und Robert Menasse mit einem Kugelschreiber. Und ja, das war sehr interessant. Also das Gespräch vor allen Dingen von den beiden zusammen war sehr interessant, weil sie auch Anekdoten aus der Kindheit erzählt haben und so. Ich verlinke euch unten den Text dazu. Dann ebenfalls auf Lit Potsdam getroffen, und das war wirklich etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Judith Schalansky. Von ihr habe ich ja schon gelesen. Oh, wie hieß das? Irgendwas mit Giraffe, der Hals der Giraffe, was mir sehr gut gefallen hat, und Verzeichnis einiger Verluste ist ein grandioses, grandioses Buch, das kurze Texte, Erzählungen enthält und sprachlich und philosophisch und ach, unglaublich. Und sie war ganz fantastisch, und das war so eine Lesung, die wirklich, wirklich noch lange nachgehallt ist. Und sie hatte dann so coole Stempel, die sie in das Buch gestempelt hat. Hier hat sie mir eine Eule reingestempelt. Und dann unterschrieben. Und das war, ja, das war einfach sehr, sehr besonders, so wie dieses Buch übrigens auch ist. Also ich kann euch das nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ans Herz legen kann ich euch auch diese Kinderbuchreihe hier, Das springende Haus von Marika Pfeiffer, eine Potsdamer Autorin. Und das ist eine Quadrilogie, und sie ist wirklich unglaublich süß. Also mir hat sie super gut gefallen. Wenn ihr Kinder habt, kann ich das nur empfehlen. Und ja, Marika und ich kennen uns schon ein bisschen länger. Wir kennen uns schon bevor, also ich habe schon über sie geschrieben, bevor sie diese Bücher geschrieben hat. Und ja, sie hat mir einen längeren Text reingeschrieben. Und ja, ich freue mich einfach sehr, und ich freue mich auf die nächste Kinderbuchreihe, die von ihr kommt. Und es ist einfach auch eine sehr, 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 sehr liebe Person. Dann ein weiterer Kinderbuchautor aus Potsdam, Martin Klein. Und mit dem habe ich mal ein großes, großes Interview geführt. Ja, also
Er hat meine Fragen beantwortet übers Vorlesen, weil er auch sehr, sehr viel vorliest und bei unserem Potsdamer Literaturfestival auch das Kinderprogramm organisiert. Und genau, da hat er mir einen ganzen Schwall von Büchern mitgegeben, quasi auch. Und dieses Weihnachtsbuch, das fand ich besonders schön. Und dann hat er reingeschrieben, Weihnachten kommt immer wieder, mit Dank und herzlichem Gruß, Martin Klein. Genau, das ist auch sehr hübsch. Auch ein sehr netter Autor. So, dann war ich bei einer Lesung von Angelika Klüssendorf. Jahre später hat sie dort vorgestellt, das habe ich euch auch in einer Extra-Rezension, glaube ich, tatsächlich vorgestellt, das würde ich nochmal verlinken. Ganz, ganz tolles Buch, auch eine sehr, sehr spannende Lesung, weil sie so von ihrem Schreibprozess erzählt hat und wie sie es schafft, so verknappt zu schreiben und wie lange sie eigentlich an so einem Buch sitzt und das bearbeitet und immer wieder verknappt und verknappt und verknappt. Und ja, dann habe ich mir das Buch auch signieren lassen. Das war, ja, eine sehr spannende Lesung. Ich finde es auch immer spannend, wenn man diese Bücher aufschlägt. Sowieso hängt ja an jedem Buch, was man gelesen hat, eine gewisse Erinnerung. Und wenn man aber dann diese Signatur findet, oft ja auch mit einem Datum, dann erinnert man sich zurück, oh, wie lange ist das schon wieder her? Und ich finde das immer schön, weil man dann doch so 2, 3 Worte mit dem Autor oder der Autorin wechselt und manches davon bleibt halt in sehr großer und liebevoller Erinnerung. Auch eine ganz besondere Lesung, ich fürchte, ich sage das bei fast jedem Buch hier, war diese hier von Liebestölpel von Peter Wawerzinek. Das ist, glaube ich, in einem der letzten Lesemonate drin. Ein sehr, sehr besonderes Buch, ein sehr, sehr besonderer Autor. Und ich war dort am Aschermittwoch zu der Lesung, was wirklich sehr, sehr spannend war. Also vor allen Dingen er als Person unglaublich offen hat er über seine Biografie erzählt, die ja wirklich sehr, sehr bewegend ist. Dann eine Begegnung auch sehr besonderer Art. John von Düffel, Der brennende See, dazu gibt es ebenfalls ein Video. Und ich habe über das Buch einen Text geschrieben, weil er auch Potsdamer ist. Und wir haben uns für das Gespräch im städtischen Schwimmbad getroffen, was natürlich passt, weil er ja immer über Wasser schreibt, weil John von Düffel gerade erst quasi frisch wieder von einer Reise nach Potsdam kam und das Schwimmbad relativ nah am Bahnhof ist. Und dann saßen wir da im Café, hinter uns fand das Schwimmgeschehen statt und alles spiegelte so ein bisschen das Wasser und es war sehr besonders. Und genau, dann habe ich mir das Buch signieren lassen und ja, für Sarah sehr herzlich, John von Düffel, hat er reingeschrieben. Und das war einfach auch ein sehr, sehr schönes Gespräch, ist auch ein sehr netter Mann, der Herr von Düffel. Dann 7 Nächte von Simon Strauss, das habe ich euch auch, glaube ich, vorgestellt. Auch sehr, sehr spannend und das war 2017. Das ist ein Buch, was ich im letzten Video vergessen habe dann. Oder ich habe es übersehen, als ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe. Für Sarah. Ganz simpel und schlicht, aber ja, das war auch, ist ein besonderes Buch. Dann das ist auch besonders, Sven Stricker, Sörensen fängt Feuer. Wenn es Lesemonate oder irgendwas gibt, verlinke ich euch alles in der Infobox. Ich glaube ja. Ich sage das ja oft, ich bin kein Krimileser, aber Sven Strickers Bücher mag ich sehr, sehr gern, auch seine Krimis. Und er hat dann auch reingeschrieben, für Sarah, danke fürs Kennen und nicht aufhören, auch mal einen Krimi zu lesen. Genau, das haben wir, ich habe öfter über Sven Stricker schon geschrieben und das war bei einem Interview, was wir geführt haben, was ich euch auch unten verlinke. Dann, und ja, ich sage das jetzt schon wieder, aber das war wirklich eine sehr, 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 sehr besondere Lesung. Reinhard Kaiser Mühlecker, Enteignung, der war, er hat auch nicht mit Datum unterschrieben, aber einfach nur der Name. Ein ganz, ganz ruhiger, zurückhaltender Mensch, zumindest war er so auf der Lesung, was unglaublich spannend war und er hat unglaublich intensiv gelesen. Das Buch ist unglaublich intensiv und ja, das war so ein Abend, da werde ich mich auch noch lange dran zurückerinnern. Dazu gibt es auch einen Text, den ich euch unten verlinke. Ein sehr besonderer Mensch, so. Zumindest an dem Abend, was man so für den kurzen Eindruck, den man halt bekommt an seinem Abend.
Und ja, das ist, glaube ich, fast mit das besonderste Lesungserlebnis. Ich glaube, es kommt an zweiter Stelle mit noch einem anderen Buch, das zeige ich euch gleich danach. Karin Köhler, Miroloy. Ich habe euch schon oft und breit davon vorgeschwärmt. Es gibt eine sehr verliebte Rezension dazu. Und sie hat bei uns in Potsdam nochmal gelesen. Ihr seht ja auch nochmal die ganzen Zettel mit meinen Zitatanstreichungen. Und diese Lesung war so unglaublich, wie sie einfach nochmal, ich hatte Gänsehaut und wirklich feuchte Augen, als sie aus diesem Buch nochmal gelesen hat. Sie ist ja, sie kommt ja von der Schauspielerei, vom Theater, und das hat man halt auch gemerkt. Sie hat das, diese Sprachliebe, diese Sprachverspieltheit des Buches hat sie einfach nochmal so gut live gelesen und rübergebracht an diesem Abend und auch erzählt von dem Buch und über das Buch. Und es ist, ich bin sehr, sehr beseelt nach Hause gegangen an diesem Abend. Und sie hat reingeschrieben: Ich zünd dir deine Welt an. Für Sarah. Ja, und ja, was soll ich dazu sagen? Es war einfach sehr, 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 sehr speziell. Eine Lesung, die ich auch nie vergessen werde. Judith Herrmann hat nicht in Potsdam gelesen, sondern in Ferch, in einem, ja, im Dorf, kann ich glaube ich schon sagen, in der Nähe von Potsdam. Und hat dort aus Letty Park auch nochmal gelesen. Und ich liebe Judith Herrmann. Ich habe sie davor schon, also ihre Bücher, sehr geliebt, allein wegen der Sprache. Und sie war dort und sie ist einfach auch ganz besonders. Ich finde, sie hat so eine ganz besondere Aura. Das klingt jetzt irgendwie so blöd spirituell, aber anders weiß ich nicht, wie ich es sagen kann. Und sie hat unglaublich schön gelesen und erzählt. Und sie hat, wenn sie einen anguckt, dann hat man das Gefühl, sie versteht gerade alles und durchdringt alles und saugt alles auf und dann macht sie daraus wieder großartige Literatur. So, also sie ist so ganz intensiv auf eine total zurückhaltende Art und das war, ich war, also ja, das war auch so ein Abend, wo ich nach Hause gefahren bin und das hat ja eine Weile gedauert vom Ferch mit dem Bus. Und ich sehr, sehr beseelt war und ganz besonders berührt. Es klingt jetzt wirklich so esoterisch, aber so war es einfach. Also, wenn ihr die Chance habt zu, also erstmal lest Judith Herrmanns Bücher und dann geht zu einer Lesung von ihr, weil das, ja, das ist so ein Erlebnis, weiß ich nicht. Hatte ich also in der Art noch nie. Und sie hat auch reingeschrieben für Sarah im April in Ferch, Judith Herrmann. Das war 2018 im April. Sehr, sehr, sehr besonders. So, und als nächstes, jetzt muss ich muss es nochmal sagen, es ist sehr inflationär gebraucht, aber eine sehr, 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 sehr besondere Lesung und das war sie wirklich, ihr versteht das. Cornelia Funke war in Berlin und hat das Labyrinth des Fauns vorgestellt. Dazu gibt es eine extra schwärmerische Rezension. Und ja, ich habe mir da eine Karte für die Lesung gekauft, bin da hingefahren. Sie hat auch, das war einfach, es waren so viele Menschen, die da irgendwie unterschrieben, also eine Unterschrift haben wollen, deswegen hat sie auch nur einfach unterschrieben. Das darunter ist die Unterschrift von dem Schauspieler oder Sprecher, der das Hörbuch dazu einspricht und der auch mitgelesen hat an diesem Abend. Ich weiß aber den Namen gerade nicht mehr. Asche auf mein Haupt. Der aber auch sehr toll gelesen hat. Und ja, diese Lesung mit Cornelia Funke, das Gespräch, was danach noch stattfand, also da konnte man Fragen stellen. Ich habe keine gestellt, aber die Fragen, die gestellt wurden, waren sehr interessant, beziehungsweise die Antworten darauf. Und sie einfach mal ganz kurz an diesem Tisch live zu sehen, war so surreal. Ja, das war schon sehr, sehr besonders. Und ich hoffe, wenn Reckless rauskommt, der vierte Teil, also Reckless 4, dass sie dann vielleicht auch nochmal nach Berlin kommt. Ich wäre wieder mit dabei, auf jeden Fall. Das war schon, ja, sehr, sehr special. Und dann habe ich noch zwei Bücher, die habe ich noch nicht, auch noch nicht ganz gelesen. Einmal Horst Evers Für alle fehlt mir die Zeit. Das sind ja, ich muss gestehen, ich höre Horst Evers lieber, als dass ich ihn lese. Ich liebe seine Geschichten. Ich war halt auch schon mehrmals bei einem Live-Programm von ihm und hier unter anderem auch. Und hab dann dieses Buch mitgenommen. Habe ich selber noch das Datum reingeschrieben. Das war auch 2018 im Juni. Für Sarah, alles Liebe von Horst Evers. Und
Ja, das Buch habe ich von einem sehr guten Freund bekommen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und der inzwischen mit meiner Schwester verheiratet ist. Sehr lustig, so ist das manchmal. Ja, und Horst Evers, immer wieder, lohnt sich immer wieder. Das ist so mein Humor. Unglaublich gut. Und dann als letztes ein dickes, dickes Buch, was ich noch nicht gelesen habe, was ich angefangen habe, ganz großartig fand. Und dann bin ich irgendwie abgekommen, weil es irgendwie stressig auf Arbeit war und man braucht so ein bisschen Ruhe für dieses Buch. Ich habe mir das aber noch vorgenommen, dieses Jahr hoffentlich zu lesen. Max Mischer und die TED-Offensive von Johann Hastad. Und der hat auch gelesen in Potsdam. Ganz beeindruckend auch. Und eine schöne Lesung. To Sarah, Best Wishes, hat er reingeschrieben. Und letztes Jahr war er da. Kommt mir schon wieder viel länger vor, aber es war letztes Jahr. Ja, und das waren sie, meine signierten Bücher. Das war ganz schön lang jetzt wirklich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude damit. Und schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was euer absolutes Herzenssignaturbuch ist. Ihr merkt es ja, bei mir sind da wirklich viele, viele, die mit schönen Erinnerungen ja, zusammenhängen. Und das würde mich interessieren, ob ihr auch sowas habt und ob das überhaupt ein Format ist, was euch gefällt. Ob ich das, wenn sich wieder ein paar angesammelt haben, nochmal machen soll oder ob ihr das eher sagt, meh, nee, so ein Angebervideo brauchen wir nicht. Genau, und ansonsten denkt immer daran, ihr seid nicht verrückt, als ich es bin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.